hallo, servus und herzlich willkommen zu unserer Familienshow. Garantiert ohne Felsquellwasser, Küstengerste oder Siegelhopfen. Hier geht es um qualitativ hochwertiges Bier und das kommt heute mal wieder aus der Ukraine. Und wenn ihr genauer drauf schaut, dann seht ihr nicht nur den Namen des Biers, Frau Ribbentrop, sondern dann erkennt ihr bei genauerem Hinsehen, Mutti, Angela Merkel. Bin jetzt ganz ehrlich, ich bin nicht so wirklich literaturfest, wie jetzt Angela Merkel zu Frau Ribbentrop kommt. Keine Ahnung. Das Wichtigste ist, das Bier kommt von Pravda Beer Theater aus Lviv und einer ukrainischen Stadt, kommt aus dem Kalea Monatsböckschen und Kalea hat mir freundlicherweise eine Kopie davon zur Verfügung gestellt. Und die möchte ich heute vorstellen. Ich freue mich deshalb so sehr über ein weiteres Bier aus dem Pravda Beer Theater, weil die ersten zwei Biere, Obama Hope, also auch schon ein politisches Bier, und Vesna, die waren beide Stouts. Und bei Frau Ribbentrop handelt es sich jetzt um ein Bier Blanche Witbier. Und ich habe ja schon in den anderen Videos gesagt, ich würde gerne mal die helleren Biere von Pravda Beer Theater aus Lviv, ich glaube, das spricht mal anders aus, aber ich sage jetzt Lviv, weil wahrscheinlich 90% der Leute das so aussprechen. Ich wusste es mal, wie es richtig ausgesprochen wird. Vergessen. Ist ein helles Bier und ja, da würde ich sagen, gehen wir das ganze Thema mal an. Technische Daten, 4,5 Volumenprozent Alkohol, 13 Bittereinheiten, 10,5 Grad Stammwürze und die Flasche hat so zwischen 6 und 8 Grad für diejenigen, die sich für diese Werte interessieren. Gebraut wurde das Ganze mit Pilsener und Weizenmalz und als Hopfen kam Magnum und Celaya zum Einsatz. Und das würde ich mal sagen, ist dann doch kräftiger Schaum. Aber, das sage ich jetzt auch, bis hierhin schon eine richtig kräftige Fruchtnote zu registrieren. Aber reden wir erstmal über das Bier, leicht getrübt, schöne gelbe Farbe. Und das sind 5 Finger breit Schaum oben drauf. Und für alle, die jetzt sagen, das hätte das Glas vorher ausspülen sollen, das habe ich selbstverständlich gemacht. In der Nase eben sehr viel Frucht, ein Ticken Banane, bisschen Nelke, aber das ist so eine, also die Frucht ist relativ intensiv, aber dafür, ich finde die sehr unspezifisch, hat so ein bisschen so einen leichten säuerlichen Touch, ohne dass das jetzt irgendwie so Richtung saurer Apfel geht. So eine pfeffrige Note ist auch noch mit dabei. Ja, ich würde sagen, nachdem der Schaum zum Glück nicht so besonders stabil ist bei der Menge, gehen wir es mal an. Cheers! Hoi! Da ist der Pfeffer definitiv. Es bleibt schön säuerlich-fruchtig. Hat ein schönes malziges Bett. Und hat jetzt auch ein paar Zitrusnoten. Da kommt die Säure dann auch wieder ganz gut unter. Koriander ist ein bisschen mit drin. Kräftige Kohlensäure. Und ganz ehrlich, für meinen Geschmack ist die ein bisschen zu kräftig geraten. Das hat man jetzt nicht nur am Schaum gemerkt, sondern das macht sich auch im Mundgefühl nicht unbedingt positiv bemerkbar. Es ist auch relativ grob, die Perlage. Und hilft diesem mittleren Körper nicht wirklich. Es ist trotzdem ein sehr gut trinkbares Bier, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, beim Runterschlucken, da schäumt dann nochmal alles so richtig auf, man hat so das Gefühl, oh, noch 3 Schluck und dann passiert ein Unglück. Und das ist bei diesem Bier definitiv der Fall. Es schmeckt sehr, sehr gut. Diese Fruchtigkeit geht auch bis hinten in den Nachtrunk rein. Es kommt eine schöne hefige Note dazu, es wird ein bisschen trockener. Es fehlen vielleicht, wenn man jetzt von der Hefe absieht, fehlen so ein bisschen so diese typischen Witt, Orangenschalen, Zitrusfruchtaromen, sondern
Es ist eher so ein bisschen auf dieser bananig-käfigen Seite wie ein Weizenbier zu Hause. Aber gut, das mag auch die ukrainische Interpretation eines Witz sein. Und da ist ja dann wieder der Freiheit Tür und Tor geöffnet. Ukraine sowieso. Trotzdem, was tatsächlich bei diesem Bier ein bisschen zur Abwertung führt, das ist die Kohlensäure. Wenn das Flaschengärung ist, dann ist das vielleicht einfach beim Speisen irgendwo ein bisschen daneben gegangen. Tolles Bier, aber bei der Kohlensäure, das ist definitiv ein bisschen zu grob und ein bisschen zu viel. Deshalb gibt es für Frau Ribbentrop, und vielleicht ist für viele ja auch bei den nächsten Wahlen Frau Ribbentrop ein bisschen zu viel und ein bisschen zu grob, gibt es 3,5 Punkte für Frau Ribbentrop von der Pravda, von dem Pravda Beer Theater aus der Ukraine. An dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke mich auch fürs Abonnieren, wenn ihr das Bier kennt oder auch der Kalea Box entnommen habt. Dann schreibt bei YouTube, Facebook oder auch im Blog eure Kommentare dazu. Ich sage jetzt herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder beim nächsten Bier hier bei Probiert TV. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.